Jendischein ist der erste Schütze von Borussia Dortmund. Legt sich den Ball in den letzten, hat er verschossen in der Bundesliga. Vielleicht haben wir Glück. Robert Wolnikowski ist konzentriert. Schein läuft an. Er war dran, aber er geht rein. 0:1. Wolle war dran, ja, aber es steht 1:0 für den BVB. Und jetzt kommt Nicolas Feldhahn gegen Weidenfeller. Ja, alle stehen sie jetzt hier mit Decken im Mittelkreis und Nicolas Feldhahn, er legt sich den Ball noch einmal zurecht. Schaut nochmal, rechts und links. Weidenfeller turnt da weit außerhalb seiner Torlinie zurück jetzt. Nicolas Feldhahn im Anlauf, schießt und Tor! Tor! Also 1:1. Und da reckt er die Faust in die Höhe. Und jetzt feuert auch Robert Wolnikowski nochmal an. Sagt Wolle, du machst das schon. Lukas Barrios kommt. Lukas Barrios, er kommt. Robert Wolnikowski geht ins Tor. Er hat diese Mätzchen nicht nötig. Und jetzt gucken wir, was ist die Körpersprache. Sie ist eigentlich eine sichere von Lukas Barrios. Das sieht eigentlich sehr cool aus, was er da macht. Aber Wolle sieht auch cool aus. Das ist ein weiter Anlauf von Barrios. Was macht er? Er läuft an, er schießt. Wolle hält! Wolle hält! Wolle hält! Jawohl! Wolnikowski hält den Ball! Robert Wolnikowski taucht in diesen hart geschossenen Ball in seine rechte untere Ecke und faustet ihn übers Tor. Alles ist wieder möglich. Der OFC hat alle Möglichkeiten, den haushohen Favoriten jetzt zu schlagen. Gut, Kobilas, der muss sich mit den Mätzchen von Weidenfeller hier auseinandersetzen. Der macht ein Kasperle-Theater. Aber Kobilas, der wird die Ruhe haben. Der legt sich das Bällchen zurecht. Da scheint es noch Unebenheiten zu geben. Jetzt bekreuzigt er sich. Also Marco Kobilas. Jetzt läuft an. Er schießt und Tor! 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 2:1 führt Kickers Offenbach gegen Borussia Dortmund. Noch Fragen? Und jetzt liegt der Druck auf den Dortmunder. Ich muss gucken, wer das ist. Schauen wir mal, ich sehe noch keine Rückennummer. Es könnte Kevin Großkreuz sein. Ich glaube, es ist Kevin Großkreuz. Und der ist normalerweise ein cooler Junge. Gucken wir. Nein, es ist die 13. Es ist Lütterleck, Damien Lütterleck. Und Wolle, komm Wolle, pack dir diesen Ball von Lütterleck. Von Damien Lütterleck ein bisschen verzagt wirkte er. Er läuft an. Drin, drin. Sicher hat er ihn getäuscht, den Robert Wolnikowski. Na, und jetzt kommt der OFC. Wir schauen, wer der nächste Schütze sein wird. Und trifft er, dann geht der OFC weiterhin in Führung. 2:2 steht's. Und Thomas Rathgeber schickt sich an. Und das sollte mich doch sehr wundern, wenn der dich treffen wird. Wer weiß, wo es vorsteht. Mir fliegt die Halsschlagader gleich weg. Ich bin nervös wie Sau. Meine Fresse. Und wenn der Lars mir jetzt erzählt, dass er cool ist. Und wieder steht Weidenfeller da vorne, macht Kasperle Theater. Was ist denn das für ein Hampelmann, Mensch? Aber jetzt muss er in seinen Kasten. Und da wird ihm, ja, der Ratgeber das Ding reinhauen. Und jetzt läuft er. Oh, also, Freunde. 3:2 für Kickers Offenbach. Donnerschlag hier aber auch. Und schon wieder liegt der Druck auf den Dortmunder. Und jetzt gucken wir mal, wer das ist. Ich sehe noch keine Rückennummer. Doch, das ist Lewandowski. Er ist ein polnischer Torjäger. Also auch er weiß eigentlich, wo das Tor steht. Aber die besten Spieler der Welt haben schon 11 Meter verschossen. Warum sollte das nicht auch Lewandowski machen? Und Wolnikowski, der zweite Ski, der steht da. Das sind 5-6 Meter Anlauf. Er nimmt Anlauf. Wolle ist konzentriert. Wolle! Führt 3:2 und wenn jetzt, wenn der drin ist, sind wir durch. Mensch trifft, dann ist doch weil die zwei getroffen haben. Wenn jetzt Mensch trifft, wenn der trifft, Freunde, dann ist es passiert. Der OFC wäre mindestens 500.000 Euro reicher und vor allen Dingen, er wäre in Pokalrunde Nummer 3. Sehat Mehic, machet. Er legt sich das Bällchen hin. Er schaut nochmal, dreht mit dem Fuß auf. Jetzt geht er zurück bis zur 16er Linie. Nimmt weiten Anlauf, konzentriert, geht er, schießt er. Tor! Tor!
Hälfte ist. Alle rennen wie bekloppt. Auf der Milch. Eine Menschentraube. Weidenfeller, dir gönn ich das. Deine Mätzchen sind bestraft worden. Hier werden Mätzchen immer bestraft. Ja, die Dortmunder Vollidioten machen jetzt ein. Ja, ein Rauch hinten und ein Leuchtrakete. Aber das eigentliche Feuerwerk, das hat Kickers Offenbach abgefahren. Kickers Offenbach zieht zurecht in die dritte Runde ein. Wir sind mindestens 500.000 Euro reicher. Und alles steht hier Kopf. Der kommende deutsche Meister, er ist geschlagen. Wir haben sie aus dem Pokal gekickt. Sie haben sich blamiert, auf die Knochen blamiert. Beim Drittligisten. Und das zum zweiten Mal in Folge. Und lieber Roman Weidenfeller, deine Mätzchen sind an Unsportlichkeit nicht zu überbieten. Dir alleine gönne ich das, dass du beim nächsten Pokalspieltag irgendwo in Lüdenscheid ein Testspiel machst. So, Freunde der Nacht, das ist das Stichwort. Die Nacht ist in rot-weißer Hand. Und der Berg, dass er das nochmal erleben darf, vor seinem Umbau. Es ist unglaubliche Szenen hier auf der Haupttribüne. Man fällt sich in die Arme. Wildfremde Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Und sie sind eins. Die Dortmunder am Boden. Sie